Hochwasser in Franken. Höchstadt an der Aisch steht zum Teil einen Meter unter Wasser. Der seit Tagen anhaltende Regen macht den Einsatzkräften in Höchstadt an der Aisch immer mehr zu schaffen. Die Aisch führt nach starken Regenfällen extremes Hochwasser und steigt unaufhörlich an. Am Samstag schossen die Pegel nach einem weiteren kräftigen Regenguss erneut in die Höhe und markierten mit 5,30 Metern einen neuen Höchststand. Die Folgen sind gravierend. In Höchstadt an der Aisch sind ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt. Ein Zirkus musste geräumt werden. Das Landratsamt droht vollzulaufen. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz, um das Schlimmste abzuwenden.